Mein Name ist Christian Bauer, bin seit mittlerweile 19 Jahren bei der Firma Krones. Ich habe die Ausbildung vor 19 Jahren begonnen als Energieelektroniker im Bereich Anlagentechnik. Bin dann anschließend kurzzeitig 10 Monate bei der Bundeswehr gewesen. Habe dann wiederum begonnen, die Meisterschule zu machen und auch abzuschließen. Erfolgreich. Ja, und bin dann über mehrere Stationen in der Firma irgendwann im Service gelandet und bis heute nicht mehr davon losgekommen. Es ist eine gesunde Mischung zwischen allem eigentlich. Es ist einmal Abenteuer, es ist einmal Herausforderung. Es gibt immer wieder mal Situationen, wo man sich dann abends nach 12, 14, 15 Stunden denkt, warum tue ich mir den ganzen Schmarrn überhaupt an? Aber sobald dann letztendlich irgendwann ein kleiner Erfolg zum Sehen ist, ist das alles wieder vergessen und dann überwiegt immer nur das Schöne. Ich bin spezialisiert auf Inspektionstechnik, also sowohl Inspektoren oder Checkmaten, also alles, was irgendwo mit Inspizieren zum Tor hat, das ist so mein Spezialgebiet. Das Projekt Augustiner ist losgegangen im März und das hat sich aber im letzten Jahr eigentlich schon herausgestellt, dass das ein sehr, sehr spannendes und interessantes Projekt wird. Von der technischen Seite war es durchaus eine sehr große Herausforderung, weil es ein Prototyp war. Weil es meistens so ist, wenn irgendwas Neues kommt, dass man da einige Zeit braucht, bis man dem kleinen Schmuckstück dann einen Zahn zieht, sage ich jetzt einfach mal. Das dauert immer dann ein bisschen länger. Aber es war einfach von den Leuten her und auch von den Kollegen, die auf der Baustelle waren, war das schon einfach optimal. Es gibt eigentlich schon mittlerweile einiges zu erzählen. Also so Asien oder letztes Jahr ein längerer Aufenthalt in der Karibik, in Trinidad. Das sich dann natürlich am Anfang immer recht gut anhört, wenn man sagt, oh, Karibik, da ist schön warm. Ist auch so, wenn man Urlaub macht, ist das super, wenn man Cocktails an den Strand gebracht kriegt. Aber wenn man zum Arbeiten da ist und dann in der Halle so 40 bis 50 Grad hat, dann ist das doch relativ anstrengend. Dann, wie gesagt, Kanada, wo es dann auch schon mit minus 25 Grad hat, also es ist eigentlich durchwegs vom Klima her, habe ich eigentlich so ziemlich alles erlebt, was man so erleben kann. Oder auch afrikanische Länder, andere Kulturen, wo du erst einmal schauen musst, wie läuft der Hase da überhaupt. Da passieren natürlich auch Sachen oft. Also mir ist das in Südafrika schon mal passiert. Da habe ich einen Bediener geschult, den habe ich mir einfach geschnappt, weil ich gesagt habe, wenn sie mir keinen bringt, dann muss ich mir die selber suchen. Und habe mir da einen geschnappt und habe den geschult an der Maschine. Und der hat wie gesagt, der hat sich nur anhand von den Beutel halt orientiert. Ja, und am nächsten Tag, wo ich dann in der Früh reingekommen bin, hat der draußen die Hecken geschnitten. Und dann habe ich natürlich gesagt, ja, was ist jetzt das? Ich habe mir dann erst noch gedacht, ja, die wechseln halt da durch. Und der eine tut mit Maschinen fahren, der andere tut Blumen gießen oder was weiß ich. Aber das war dann tatsächlich der Gärtner. Also ich habe mir da einen geschnappt gehabt und hat sich halt herausgestellt am nächsten Tag, dass das eigentlich der Gärtner ist. Aber ich habe dann gesagt, gut, wenn ihr irgendwas habt, der kennt sich jetzt aus, dann müsst ihr einen Gärtner holen. Also was schon sehr bewegende Momente sind, es ist einfach, wenn du irgendwo hinkommst und du siehst, die Leute haben nichts, die haben gar nichts. Da, wo du am liebsten sagen, jetzt kommt die Leute euch zum Essen, es gibt aber kein Restaurant nicht. Oder wo du einfach merkst, dass die wirklich ums Überleben kämpfen und dass aber die Menschen dann trotzdem zu dir sagen, hey, ich lade die zum Essen ein. Ich zeig dir, wie es bei mir daheim ausschaut, ich stelle dir meine Kinder oder meine Frau vor. Und wo du dann wirklich eigentlich helfen willst, aber die wollen das gar nicht, sondern die wollen einfach, dass du das so akzeptierst, wie es ist und die wollen gastfreundlich sein und du meinst immer, du musst irgendwo mit hingelangen oder möchtest helfen, möchtest denen irgendwas Gutes tun, aber und das ist dann schon, wo man dann sagt, Mensch, die haben eigentlich überhaupt nichts und sind aber trotzdem so, dass sie sagen, du komm einer, ich zeig dir das, es ist halt einfach so bei uns und wir sind aber trotzdem zufrieden und glücklich. Also man kann auch ohne den neuesten Laptop oder das beste Handy oder durch irgendwelche technischen Mittel, die man jeden Tag irgendwie schaut, was gibt's Neues, kann man genauso glücklich sein. Manchmal vielleicht sogar nicht glücklicher. Wenn man jetzt glaubt, man ist irgendwo auf einem Bereich fit, dass man das dann irgendwie mal zwei, drei Jahre ruhen lassen kann und weiß, da kann man keiner das Wasser reichen, weil es einfach in zwei Wochen schon wieder irgendwas Neues gibt und man muss sich einfach kontinuierlich weiterbilden. Also das ist, wie gesagt, das ist so schnelllebig geworden. Was gleich geblieben ist, denke ich, ist doch der menschliche Faktor, dass wir bei Krones einfach doch, was man einmal vom Kunden hört, dass wir diesen menschlichen Faktor haben. Gerade im Service, es gibt so viele Kunden, die sich an Leute erinnern, die jetzt schon in Renten sind vielleicht und die halt einfach immer sagen, ihr seid immer noch die gleichen, da hat sich nichts geändert, mit euch kann man ganz normal reden. Das glaube ich ist schon dieses Verhältnis Kunde,
zum Krone-Service, das ist schon was, auf das der Service stolz sein kann und das sich auch die letzten Jahre eher zum Positiven verstärkt hat, als das schlechter geworden ist. Und das bestätigen auch die Kunden immer wieder, die dann gern alte Geschichten auch erzählen und so, bevor es erst einmal mit der Arbeit losgeht und sagen, wenn sie alles kennen und was sie erlebt haben. Also das Verhältnis, muss ich sagen, das ist schon, das ist durchweg positiv, ja. Und man freut sich dann immer wieder, wenn man weiß, die waren schon jahrelang zufrieden mit uns und auch wenn es zwischendurch vielleicht immer ein bisschen zwickt hat, aber da weißt du schon, okay, die wollen die haben, weil sie wissen, dass irgendwas weitergeht und weil wir einfach in der Lage sind, bestimmte Sachen zu machen oder besser zu machen, wie vielleicht unsere Mitbewerber. Und das macht einen dann schon immer wieder stolz, ja.